8 Siege haben die Salvador Baskets in dieser Saison bislang erzielt. Ein 9. Morgenabend, das haben wir gerade gehört, ist eher unwahrscheinlich. Dennoch haben die Jungs bislang nicht enttäuscht. Viele Experten hätten wohl gar nicht mit so vielen Siegen gerechnet. Also schon jetzt ein Kompliment an das Trainergespann Haarlander und Weißenböck. Den Co-Trainer, den ehemaligen österreichischen Nationalspieler Stefan Weißenböck, stellt Ihnen jetzt Katharina Prockel bei seinem musikalischen Lieblingshobby vor. Stefan Weißenböck, Co-Trainer der Selbeitel Baskets, rechte Hand von Cheftrainer Stefan Haarlander. Die beiden kennen sich schon länger, schließlich hat der Österreicher mal unter Stefan Haarlander gespielt. Das war in der Saison 2003, 2004 mit dem Ziel, mit Nürnberg aufzusteigen. Es ist zwar geglückt, aber für mich nicht mehr als Spieler. Das war zwar sehr enttäuschend, weil es aus gesundheitlichen Gründen einfach für mich das Karriereende bedeutet hat. Dem Basketball blieb er treu. Schon in der letzten Saison unterstützte er Stefan Haarlander. In dieser Saison nun offiziell als Assistant Coach. Seine knappe Freizeit verbringt er in Nürnberg oft im Gitarrenladen. Das ist eigentlich ein Hobby von mir, ein reines Hobby. Das vor allem in der Zeit, wo ich dann aktiv oder als Profi Basketball gespielt habe, habe ich recht viel Zeit gehabt zwischen Trainings und es hat mich schon interessiert, schon von klein auf. Und ja, dann habe ich ein bisschen das Ganze intensiviert. Momentan hat er wenig Zeit für sein Hobby. Von Montag bis Donnerstag arbeitet er in einem Sportinternat in Österreich. Von Donnerstagabend bis Sonntag ist er in Nürnberg. Es ist ein bisschen eine verrückte Sache. Und sehr anstrengend, aber wenn man nichts investiert im Leben, dann kommt da nichts raus. Und ich mache das gern. Klar ist es auf Dauer nicht machbar, aber im Prinzip jetzt haben wir März und die Saison ist bald vorbei und es ist eigentlich ganz gut gegangen so. Ob er nächste Saison seine musikalischen Vorlieben weiterhin in Nürnberg und Österreich auslebt, hängt vom Abschneiden der Selbeitel Baskets ab. Im Konzert der Großen in der ersten Liga sorgen seine Jungs bislang aber nur selten für sportliche Misstöne. Ich habe erwartet, dass es sehr schwierig wird und die ganze Energie, die wir haben oder die ich habe, da reingelegt, von Woche zu Woche wirklich das Beste rauszuholen, was wir zusammenbringen können. Ich glaube, dass wir viel überrascht haben und dass wir mit den für diese Liga recht bescheidenen Mitteln ganz gute Leistung gebracht haben. Also ich glaube, wir haben schon bewiesen, dass wir keine Deppen sind. Krönung wäre natürlich der sportliche Klassenerhalt. Doch das entscheidet sich erst am letzten Spieltag. Bis dahin heißt es mitfiebern, mitkämpfen. Pausen gibt es nicht. Ja, Freizeit gibt es dann im Sommer, wenn die Saison vorbei ist. Da freue ich mich drauf und da kann ich da ein bisschen mehr Gitarre spielen. Stefan Weißenböck, der Österreicher in Nürnberg, der Mann mit Fingerspitzengefühl. Ein Mann für die richtigen Tonlagen. Musikalisch, sportlich und menschlich.